1121 irgendwo im Westen des Reiches. Eine Gruppe schwer bewaffneter Reiter auf dem Weg nach Würzburg. Unter ihnen der 20-jährige Gebhard von Henneberg. Ihn haben sie aus Paris abgeholt, auf kaiserlichen Befehl. Die bewaffneten Reiter sind Schutz und Ehrengeleit in einem. Vor allem aber garantieren sie eine zügige Reise. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Denn der Kaiser hat Gebhard zum neuen Bischof von Würzburg bestimmt. Da drüben. Der Dom von Würzburg. Das ist das Ziel der Reiter. Diese Kirche steht für das Würzburger Bistum. Wer dort auf dem Bischofsstuhl sitzt, der ist der Herr über die Stadt und das ganze Land ringsum. Der alte Bischof hätte wohl kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt sterben können. Kaiser und Papst haben jahrzehntelang darum gestritten, wer das Recht hat, einen Bischof einzusetzen. Gerade hatten sie sich geeinigt, doch die Verträge sind noch nicht unterschrieben. Für Kaiser Heinrich V. steht zu viel auf dem Spiel, um nachgeben zu können. Er muss darauf bestehen, selbst den Bischof zu ernennen. Gebhard von Henneberg ist sein Mann für Würzburg. Er ist jung, er hat studiert, er kommt aus einer kaisertreuen Familie. Und außerdem sind die Henneberger mächtig im Bistum Würzburg. Die Stammburg der Henneberger und ihre Stammlande liegen nordöstlich von Würzburg. Aber auch vielerorts verstreut zwischen Würzburger Besitzungen haben sie ausgedehnte Ländereien. Vor allem aber sind die Grafen von Henneberg Burggrafen von Würzburg und die Stiftsvögte des Bistums. Im Namen des Bischofs sprechen und vollstrecken sie Recht, Leibes- und Todesstrafen. Sie haben aber auch die Aufsicht über das allgemeine Rechtswesen, Handel und Verkehr. Wenn jetzt auch noch einer der ihren Bischof wird, sind sie die Herren im Land. Diese Vorstellung ist vor allem für die 24 Mitglieder des Würzburger Domkapitels ein Albtraum. Als Männer der Kirche stehen sie auf Seiten des Papstes. Sie beanspruchen das Recht, selbst den neuen Bischof bestimmen zu können, der dann vom Papst bestätigt wird. Sie wollen aber auch ihr Verhältnis zum Kaiser nicht belasten. Propst Otto hat das höchste Amt im Domkapitel. Seine Stimme hat Gewicht unter seinen Mitbrüdern. Otto lässt keinen Zweifel daran, dass er dem Gebot des Kaisers nicht Folge leisten kann, wenn die Interessen des Papstes, die des Bistums und seine eigenen dem entgegenstehen. Aus ihren Reihen muss der neue Bischof von Würzburg kommen. Gebhard und die Seinen kennen die Stimmungen im Domkapitel. Daher beeilen sie sich. Sollte es einen Gegenbischof geben, bevor sie in Würzburg eintreffen, kann die Situation schnell eskalieren. Das jedoch hat Kaiser Heinrich V. wohl mitbedacht, als er sich für den jungen Henneberger entschied. Mit Hilfe der in Würzburg so mächtigen Henneberger kann es ihm am ehesten gelingen, seinen Anspruch durchzusetzen. Der Kaiser braucht die Bischöfe. Er ist ständig im Reich unterwegs, regiert quasi vom Sattel aus. Doch er kann nicht überall zugleich sein. Und die Regierungsgeschäfte werden immer komplexer. Ganze Landstriche werden urbar gemacht, die Bevölkerung wächst. Damit vervielfältigen sich Rechtsbeziehungen und Streitigkeiten. Für die Übertragung oder Bestätigung von Recht und Land fordert Heinrich V. Loyalität und Gefolgschaft. Das fordert er auch von den weltlichen Großen im Reich. Doch mehr Verlass ist auf die Bischöfe. So kann er davon ausgehen, dass in weiten Teilen des Reiches in seinem Sinne gehandelt und entschieden wird, dass er finanzielle Unterstützung erhält und vor allem bewaffnete Reiter, wenn er danach verlangt. Er gewinnt also ein gutes Stück Handlungsfreiheit, wenn er einen Teil seiner Macht an die Bischöfe überträgt. Im günstigsten Fall ein echter Interessensausgleich. Würzburgs Lage im Herzen des Reiches und die Fruchtbarkeit des Landes verschaffen der Stadt eine zentrale Bedeutung.
Getreide und vor allem Wein gedeihen im Überfluss auf den Feldern und in den Weingärten. Auf dem Main können die Erzeugnisse des Landes leicht transportiert werden. Bis nach England wird der Wein aus Würzburg gehandelt. Ein prosperierendes Land. Wenn da nur der Streit um den Bischofsstuhl nicht wäre. Alle wahlberechtigten Domkapitulare sind in den Dom gekommen. Sie haben gemeinsam gebetet, der Heilige Geist möge ihnen beistehen. Denn nicht was sie wollen, Gottes Wille soll geschehen. Und zeigt sich dieser Wille Gottes nicht dadurch, dass der Erste unter ihnen den Weg weist? Dompropst Otto hat sich für einen von ihnen entschieden und verkündet laut, diesen wählen zu wollen. Nach und nach treten alle diesem Vorschlag bei. Rugger wird einstimmig zum Bischof von Würzburg gewählt. Eligo Ruggerum. Eligo Ruggerum. Natürlich gibt es auch Anhänger der Henneberger im Kapitel. Wagen sie den offenen Widerspruch nicht? Oder sehen auch sie im Übergewicht der Henneberger eine Gefahr für Würzburg? Eligo Ruggerum. Eligo Ruggerum. Eligo Ruggerum. Was zu befürchten war, ist eingetreten. Das Schisma. Würzburg hat zwei Bischöfe. Freiwillig das Feld räumen wird keiner. Im Gegenteil. Auf einem Feld vor den Toren Würzburgs soll die Entscheidung fallen. Beide Seiten schicken 1125 ihr volles Aufgebot in die alles entscheidende Schlacht. Der Henneberger Gepard kann sich auf seine Familie verlassen. Verwandte und Freunde sind gekommen. Mitgebracht haben sie jeden Mann, der ein Schwert, eine Lanze, einen Streitkolben zu führen vermag. Auf der anderen Seite das Aufgebot des Domkapitels. Etwa gleich stark stehen auf dieser Seite des Schlachtfeldes die Verwandten der Kapitularen, die Verwalter der kirchlichen Güter und, wie gegenüber, eine Schar Berufskrieger. Mit dem rhythmischen Schlagen auf die Schilde machen sich die Kämpfer Mut, steigern sie ihren Kampfeswillen und signalisieren dem Gegner, dass sie zu allem entschlossen sind. Beide Seiten warten ab, welche den Kampf beginnen wird. Die Nerven sind zum Bersten gespannt. Das Hinauszögern des ersten Schlages gehört zur Taktik der Schlacht. Es soll den Gegner mürbe machen, ihn zu unvorsichtigem Handeln verleiten. An der Spitze der Aufgebote stehen die vollgerüsteten Adligen. Ihnen zur Seite, nicht viel schlechter bewaffnet, teils zu Pferd, die meisten aber zu Fuß, sind die Milites. Das sind Berufskrieger angetreten. Das sind Unfreie, die im Kampf für ihren Herrn ihr Leben riskieren. Dafür haben sie Anspruch, versorgt zu werden und nicht anderweitig arbeiten zu müssen. Wenn sie sich bewähren und tapfer genug kämpfen, dann haben sie sogar die Chance, noch weiter aufzusteigen. Vielleicht bekommen sie ein Pferd, ein eigenes Schwert oder sogar ein kleines Gut. Die gegnerischen Heere sind im Wortsinn überschaubar. Aus der Distanz macht jeder der Adligen den Kampf mit seinem Gegner aus. Dann beginnen die zeitgleichen Zweikämpfe. Auch die Milites suchen sich ihren Gegner. Mit Streitkolben, Lanze und Schwert gehen sie in die Schlacht. Ja.
Schonung darf niemand erwarten, der hier kämpft. Über die Fronten hinweg vermeiden es die Adeligen, gegen Unfreie zu kämpfen. Die Realität der Schlacht ist jedoch eine andere. Zwar sind Distanzwaffen wie Wurflanze oder Bogen verpönt, doch kommen auch sie zum Einsatz. Adelige wie Krieger gleichermaßen strecken sie nieder. Lange Zeit kann keines der gegnerischen Aufgebote einen entscheidenden Vorteil für sich erringen. Anzahl, Ausrüstung und die Fähigkeit im Umgang mit den Waffen beider Seiten halten sich die Waage. Bis zur Erschöpfung fechten Ritter und Krieger, geben keinen Fußbreit des Schlachtfeldes preis. Mann für Mann liefern sie sich erbitterte Zweikämpfe. Den Schlachtenlärm übertönt das Schreien der Sterbenden und Verwundeten. War es die größere Entschlossenheit seiner Gegner oder das fehlende Schlachtenglück? Gebhard und mit ihm die Henneberger verlieren die Schlacht. Er zieht sich zurück auf die Burg seiner Väter. Statt Herr über Würzburg ist er nun auf Jahre der ungebetene Kostgänger seiner Familie. Der Kaiser nämlich lässt ihn fallen und einigt sich mit dem Papst. Würzburg kann sich nach langen Jahren des Bischofskrieges wieder erholen. Wohlstand und Reichtum kommen zurück in die Stadt. Handwerker siedeln sich an, Händler und Kaufleute kommen und bleiben. Für viele bietet die Stadt ein gutes Auskommen. Neue Wohnviertel entstehen um den Dom und am Main. Die steinerne Brücke über den Fluss wird gebaut. Direkt daneben, auf der Stadtseite, steht der Grafen Eckart, der Sitz des Burggrafen von Würzburg, auch weiterhin ein Henneberger. In den Kellern der Stadt lagert ihr größter Schatz. Hier, unter der Residenz des Bischofs, ist der größte Weinkeller Würzburgs. Meter Gänge. 600.000 Liter Wein lagern hier. Im 12. Jahrhundert wird der Würzburger Wein in ganz Europa getrunken. Die Stadt ist berühmt für ihren Wein. Herr Mengler, das, was wir hier jetzt in unseren Gläsern haben, unterscheidet sich wahrscheinlich zum Glück doch ziemlich von dem, was die Leute im 12. Jahrhundert getrunken haben, oder? Ich behaupte jetzt mal, der Wein damals für die allgemeinen niederen Schichten war eher Essig. Heute würden wir das als Essig bezeichnen. Mhm. Essig hat eine hohe Säure. Mhm. Und diese Säure hat die Bakterien entsprechend im Wasser abgetötet. Und somit war Wasser trinkbar. Auch Harz war ein ganz wichtiger Bestandteil, um die Weine haltbar zu machen, um ihnen Farbe zu geben. Man kennt es ja noch heute von dem Wein aus Griechenland. Dann Bittermandel wurde zugegeben. Teilweise wurden die Weine eingekocht und wurden vor Ort erst wieder mit Wasser versetzt, um sie wieder hinzubringen. Somit waren die Transportkosten etwas niedriger. Und eben die Weine waren dadurch etwas haltbarer. Also sowas wie Instant-Wein? Ja, im Grunde genommen, ich will nicht sagen Teebeutelwein, aber irgendwo hat das schon damit was zu tun. Wie gesagt, entscheidend damals war natürlich der Geschmack, aber in erster Linie der gesundheitliche Aspekt. Gut, das ist doch, jetzt folgt die Probe aufs Exempel. Vielen Dank. Wohl. Der Wein muss schmecken und bekömmlich sein. Geschmeckt hat er mir schon mal. Bodenbeschaffenheit und Sonnenstunden, vor allem das Mikroklima in den Weinbergen. Das Land um Würzburg ist für den Anbau der Trauben optimal geeignet. Die Anbauflächen werden systematisch erweitert. Am Anfang gibt es nur den Wingert,
den Weingarten. Wie auf einem Acker wird der Wein dort angebaut. Im 12. Jahrhundert beginnt sich die Landschaft rund um Würzburg zu verändern. Überall werden jetzt auch die Hänge und Steillagen erschlossen und bebaut. So lässt sich der Ertrag weiter steigern. Land ist alles. Es bedeutet Wohlstand, sichert die Ernährung. Das meiste Land gehört der Kirche und den Klöstern. Aber auch der Adel besitzt Land und einige wenige freie Bauern. Als Dank für treue Dienste und weil damit Aufgaben und Pflichten verbunden sind, erhalten immer mehr geeignete Anwärter ein Stück Land als Lehen verliehen. Mit allen damit verbundenen Rechten und mit allem, was darauf lebt, den Menschen und den Tieren. Anfangs werden diese Lehen an eine bestimmte Person auf Lebenszeit vergeben. Später werden sie erblich und gehen auf Kinder und Kindeskinder über. Der Vorteil für den Lehnsherrn, er gewinnt die Loyalität der Familie. Und er schafft ein dauerhaftes Rechtsverhältnis, das beiden Seiten Sicherheit gibt und von dem beide Seiten profitieren. Natürlich gibt es mehr geeignete Anwärter, als Land zu vergeben ist. Überzählige Kämpfer ohne Aufgabe, nachgeborene Söhne ohne Versorgung, junge Männer ohne Moral, weil ohne Zukunft. Sie sind eine ernste Gefahr für das Land, das im Aufblühen begriffen ist. Der geringste Anlass genügt. Ein Funke kann einen Flächenbrand entzünden. Überfälle, Fehden und Gewaltausbrüche verheeren das Land, verbreiten Angst und Schrecken aller Orten. Diese zornigen jungen Männer sind ein Problem für jeden Landesherrn. Wenn sich die Landesherren auf Gott berufen, dann müssen sie auch dafür sorgen, Gottes Ordnung Geltung zu verschaffen. Kein Herr bleibt Herr, wenn er die Seine nicht beschützen kann. Die Kirche erlässt den sogenannten Gottesfrieden, der Kämpfe und Fehden an bestimmten Tagen einfach verbietet. Von Mittwochmorgen bis Montagmorgen. Wer sich nicht daran hält, wird bestraft, exkommuniziert, aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgestoßen. Doch selbst die Drohung mit der Hölle schreckt die rohen, stets gewaltbereiten Kämpfer nicht ab. Von der Zukunft haben sie nichts zu erwarten. In Frankreich, genauer durch Bernhard von Clairvaux und die Zisterzienser, entsteht am Ende des 11. Jahrhunderts eine Bewegung, die wie kaum eine andere das christliche Abendland verändern wird. Der Realität des rohen und verhassten Kämpfers stellt sie das Ideal des neuen Kriegers, des christlichen Ritters, entgegen. Das Schwert deutet Bernhard als das Kreuz des Erlösers und gibt damit die Deutung vor, die Priester im ganzen Abendland verbreiten. Ihr seid gut, wenn ihr die Macht eures Schwertes zur Ehre Gottes einsetzt. Ihr seid der starke Arm des Guten. Wenn ihr für das Gute kämpft, könnt ihr hoffen. Zwar ist die Idee des christlichen Ritters im Zusammenhang mit dem Kreuzzugsgedanken entstanden, ihre Wirkung geht jedoch weit darüber hinaus. Es geht auch nicht mehr um irdischen Gewinn, sondern um das Seelenheil und das moralische Kapital der Ehre. Nach diesem Ideal gibt es keinen Grund mehr, die Ritter zu verachten oder zu fürchten. Im Gegenteil. Das Bekenntnis des Ritters zu den tugendhaften Idealen seines Standes ist seine Ehre. Das Schwert wird ihm zum Werkzeug des Guten, mit dem der Ritter Ehre einlegt. Diese Ritter verändern ihr Aussehen. Immer mehr von der Rüstung eingehüllt, bedeckt ein Topfhelm mit Seeschlitzen das Gesicht des Kämpfers. Wie soll man auf dem Schlachtfeld einander erkennen? Wie zeigen, wer sich da im Kampfe bewährt, den Gegner niederringt, seinem Herrn Treue im Waffendienst erweist? Der ritterliche Kampf, auch eine Frage der Ehre, nicht nur für Adelige.
Farben und Symbole zieren fortan Helm, Schild und Waffenrock des Ritters und die Manteldecke des Schlachtrosses. Damit macht sich der Ritter unterscheidbar, zum Individuum, das einzig an seinen Taten gemessen werden will. Die Integration des Kriegers in das christlich geprägte Weltbild. Das ist die große Leistung dieser Zeit. Dass dies gelingen kann, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ein wesentlicher Grund ist sicher, dass mit den Feld- und Kreuzzügen und der beginnenden Ostkolonisation jenen zornigen jungen Männern ein Ziel außerhalb des Landes gegeben wird. Die Gewalt wird exportiert. Ein weiterer Grund liegt darin, dass der Ausbau des Landes mehr Menschen erfordert, die nicht nur kämpfen können, sondern die auch tüchtige Verwalter sind. Der wichtigste Grund jedoch ist die Motivation des Ritters selbst. Fortan stellt er sich als öffentliche Person dar, die für ihre Taten einsteht und sich an ihnen messen lassen will. Ein regelrechter Wettstreit des Guten setzt ein. Das Zeugnis guter Taten von Mildtätigkeit und gerechtem Handeln, schließlich auch die gute Nachrede bei seinem Tod werden wichtig. Für eine Person von Ehre zu gelten, das steht im Zentrum dieses neuen ritterlichen Selbstbewusstseins. Und dieses neue Selbstbewusstsein erhebt Anspruch auf Gleichrangigkeit mit dem alten Adel. Dieser alte Adel sitzt jedoch fest im Sattel und besetzt die Schlüsselpositionen im Land. So haben die Henneberger nach wie vor das Burggrafenamt über Würzburg inne. Von ihrem Amtssitz, dem Grafen Eckart aus, überwachen Sie die wichtigste Verkehrsachse der Stadt von der Mainbrücke zum Dom. Tief greifen Ihre Entscheidungen, die Sie in kaiserlichem und im Namen des Bischofs treffen, in das Leben der aufblühenden Stadt ein. Sie ernennen den Bürgermeister, überwachen Reisende und den Güter- und vor allem den Weintransport nach und aus der Stadt. Sie setzen Markttage an und legen fest, wann die Tore der Stadt geschlossen werden. Fast 50-jährig wird Gebhard doch noch Bischof von Würzburg, gewählt vom Domkapitel mit Zustimmung des Papstes und bestätigt vom Kaiser. Die haben ihren Streit längst beigelegt und einen Weg gefunden, der die geistlichen Rechte der Kirche bewahrt und die weltlichen Interessen des Kaisers gebührend berücksichtigt. Benedicat de omnipotens. Benedicat. Bischof Gebhard widmet sich ab 1150 mit aller Energie dem Ausbau des Landes. Er lässt Wälder roden, Sümpfe entwässern, neue Felder und Weinberge anlegen, Höfe, Weiler und Dörfer errichten. Ein immer dichteres Netz von Straßen und Wegen überspannt das Land. Diese neuen Verbindungen verlaufen nicht mehr entlang der Höhenrücken, sondern durch die bisher unpassierbaren Niederungen. Die neuen Straßen erleichtern und vermehren den Warenverkehr. Zu dessen Schutz beginnt Bischof Gebhard an wichtigen und günstig gelegenen Stellen Posten und Burgen zu errichten. Im Norden lässt er auf einem Bergsporn hoch über der Saale die Salzburg anlegen. Ein von weitem sichtbares Zeichen für den Herrschaftsanspruch des Würzburger Bischofs. Der Bau der Salzburg oberhalb von Neustadt an der Saale. Seine glatte Kampfansage Gebhards an seine eigene Familie. Auf Sichtweite gegenüber den Henneberger Besitzungen gelegen, ist sie Schutz der Würzburger Ländereien und Drohgebärde zugleich. Die Salzburg ist eine Burg ganz neuen Typs. Es geht hier nicht um herrschaftliche Repräsentation, sie ist ein Zweckbau. Ein Verwaltungszentrum in der nordöstlichen Ecke des Würzburger Gebietes. Hier wohnt nicht nur eine Familie, sondern mehrere. Hier wohnen keine Adligen,
Es ist der Amts- und Wohnsitz bischöflicher Dienst- und Kriegsleute von Ministerialen. Die überwachen den Ausbau der Straßen, des Warenverkehrs, sie kontrollieren die Abgaben, schlichten Streitigkeiten und sorgen für Ruhe und Ordnung im Namen des Bischofs. Auf die Burg hat der Bischof seine besten Leute geschickt. Die sollen den Bau vorantreiben und das Land ringsum sichern. Ezzo ist ein Dienstmann des Bischofs. Er ist als Unfreier hierher geschickt worden. Sein Sohn Hermann soll einmal als Freier leben. Vielleicht kann er sogar Ritter werden. Der einzige Weg für Ezzo, den Aufstieg zu schaffen, ist der untadelige Dienst für seinen Herrn. Dazu gehört, die Straßen unterhalb der Burg zu sichern und den Wegezoll für die neue Straße in Richtung Würzburg einzutreiben. Die Salzburg ist eine Ganerbenburg. Das heißt, sie ist das gemeinsame Erbe mehrerer Familien, so etwas wie eine Burg mit Eigentumswohnungen. Gemeinsam sollen sie die Burg auch verteidigen, im Namen des Bischofs. Deshalb bleiben auch das Burgtor hier und der Bergfried in bischöflichem Besitz. Zum Zeichen dafür, dass dies ein Dienstbau ist und dass der Bischof der Herr über alles ist. Ständig unternimmt Ezzo mit einer Schar gepanzerter Reiter Patrouillenritte in die Gegend, organisiert die regelmäßige Ablösung der Wachtposten bei der Mautstation unterhalb der Burg im Saaletal. Mit der Maut für die Straße finanziert der Bischof den Bau der Burg und weiterer Straßen im Bistum. Für den ministerialen Ezzo eine heikle Angelegenheit. Der Transport, von dem sie die Maut eintreiben wollen, gehört den Hennebergern, dem Vetter des Bischofs. Sein Auftrag ist eindeutig. Jeder, der die neue Straße befahren will, muss zahlen. Gilt das aber auch für die Familie des Bischofs? Zieht er sich nicht den Groll seines Herrn zu, wenn er dessen Familie behelligt? Ezzo besinnt sich nicht lange. Er besteht auf der Zahlung. Treuen Dienst hat er seinem Bischof gelobt. Und das heißt, jeder muss zahlen. Ohne Ausnahme. So wie Ezzo denken und handeln die meisten Ministerialen. Sie haben ihrem Herrn Treue geschworen. Aber sie beginnen die ihnen übertragene Aufgabe als ein Amt zu begreifen. Und sehen in ihrem Herrn weniger die Person und mehr den Verantwortlichen für die öffentliche Ordnung. Wie sehr sich dabei treuer Dienst mit der Hoffnung auf Anerkennung und sozialen Aufstieg verbindet, das zeigt der Wappenspruch eines Würzburger Ministerialen: Ingratus servire nefas. Mögest du nicht zum Undank dienen. Mit anderen Worten, es soll sich lohnen. Der Fall wird Bischof Gebhardt vorgetragen. Ezzo hat gehandelt wie vorgeschrieben, trotzdem wird er nach Würzburg befohlen. Der Bischof will das Geschehene auch aus seiner Sicht hören. Der Beschwerdeführer, der Vetter des Bischofs, hat zuerst das Wort. Lange muss Ezzo warten. Auch wenn er mit dem Schlimmsten rechnen muss, Ezzo ist mit sich im Reinen. Er hat gehandelt wie befohlen und würde immer wieder so handeln. Der Bischof entscheidet in Ezzos Sinne und wie seine eigenen Erlasse es gebieten. Auch Henneberger Transporte müssen auf Würzburger Straßen Maut zahlen. Anders hätte Gebhardt jetzt nicht mehr entscheiden können. Auch er muss sich an die Gesetze und Gebote halten, die er selbst erlassen hat. Und wenn es zum Nachteil der eigenen Familie ist. Für den weiteren Ausbau der Landesherrschaft im Innern und für den Aufbau einer Landeshoheit nach außen braucht Bischof Gebhardt den Kaiser. Er allein kann dem Bistum die Rechte und Privilegien verleihen, die es zu einem Territorium machen, zu einem Fürstentum. Gleichberechtigt mit anderen weltlichen Herrschaften ringsum. Und da trifft es sich ganz gut, dass auch der Kaiser mehr als ein paar Gefälligkeiten vom Bischof erwartet, als ihn sein Weg wie so oft nach Würzburg führt. Kaiser Friedrich Barbarossa ist besonders gern und oft in Würzburg. Hier hat er geheiratet. 1168 lädt er zum Hoftag an den Main. Viele Große des Reiches sind gekommen. Barbarossa braucht deren Unterstützung gegen seine Widersacher im Reich
und seine menschen- und geldverschlingende Italienpolitik. Bereits lange im Voraus hat der Würzburger Bischof, 10 Jahre nach Gebhards Tod heißt er Herold, Ritter und Geld zugesagt und sich bereit erklärt, der Gastgeber des Hoftages zu sein. Bischof Herold kann es sich leisten, ein so großes Fest auszurichten. Als Bischof von Würzburg verfügt er über reiche Mittel. Doch erhofft er sich vom Kaiser etwas, was nur der ihm gewähren kann. Bischof Herold hat nicht vergeblich gehofft. Das feierliche Festbankett ist der Abschluss eines großen Tages. Der Kaiser hat ihm den Titel eines Herzogs in Franken verliehen. Ein Ehrentitel, weil damit keinerlei Rechte außerhalb des Territoriums von Würzburg verbunden sind. Wichtiger jedoch ist die Macht, die der Kaiser dem Bischof damit gleichzeitig für das Gebiet seines Hochstifts verleiht. Er erhebt Herold und seine Nachfolger in den Rang von Reichsfürsten. Würzburg ist fortan Fürstbistum. Das allein ist schon der Kosten und Mühen wert. Würzburg ist ein Fürstbistum. Bischof Herold ein Fürstbischof. Fürst, das klingt wie das englische First und meint das Gleiche. Der Bischof ist ein Erster. Der Erste in Würzburg. Was wäre besser geeignet, diesen neuen Rang des Gastgebers aller Welt vor Augen zu führen, als durch den Ehrenplatz neben dem Kaiserpaar? Für den jungen Hermann ist alles neu. Er verrichtet seinen Dienst als Page, ein erster Schritt auf dem Weg zum Ritter. Er muss bei der Tafel aufwarten und dem Mundschenk zu Diensten sein. Hier kann er sich abschauen, wie sich die höfische Gesellschaft benimmt. Auf die kultivierten Umgangsformen bei Tisch wird allergrößter Wert gelegt. Wer sich bei Tische zu benehmen weiß, ist wahrhaft Teil der höfischen Gesellschaft. So mancher hat da einiges zu lernen. Das ist Ihr Tisch, Frau Dörr. Bitte schön. Dankeschön. Ich bringe Ihnen gleich die Speisekarte. Gut. Hätte ich einen schönen fränkischen Zigarre für Sie? Ja. Die Idee vom tugendhaften Ritter hat sich rasant verbreitet. Das Maßhalten in jeder Beziehung ist zur Idee einer ganzen Epoche geworden. Feine Tischsitten, die sich abheben von den rauen Trink- und Essgewohnheiten der Väter, werden Unterscheidungsmerkmal der Elite. So, hier hätte ich Ihren Hauptgang. Einmal die Keule vom Bindlacher Biokalb. Einen guten Appetit. Wer sich bei Tisch nicht zu benehmen weiß, wird hinausgeschickt und ausgeschlossen. Blamiert für immer. Ob Adliger oder einfacher Ritter. Eine Gabel gibt es nicht im 12. Jahrhundert. Gegessen wird mit Löffel und Messer oder Dolch. Da das Essen, insbesondere das gebratene Fleisch, mit den Händen gegessen wird, dürfen Fingerschalen und Servietten nicht fehlen. Sprechen mit vollem Mund ist verpönt. Vor dem Trinken wird der Mund mit der Serviette berührt und nicht etwa mit dem Ärmel oder Mantelsaum abgewischt. Der von einem Pagen oder Mundschenk gereichte, nie ganz gefüllte Weinbecher wird stets in einem Zug geleert. Das Abstellen der Becher auf dem Tisch gilt als unfein. Zur höfischen Kultur gehören auch die Minne und der Minnesang. Im Orient haben Kreuzfahrer die Wüstenlyrik der Muslime kennengelernt und nach Europa gebracht.
Bald wird auch in Würzburg Minnedichtung geschrieben. In den Minneliedern geht es um unerfüllte Liebe. Die angebetete hohe Frau wird gepriesen. Sie bleibt unerreichbar für die Minnesänger. Anbetung ja, aber keinesfalls mehr. Die erotische Anziehung ist spürbar, sie wird aber poetisch verklärt. Für die Ritter wird der Minnesang, in dem sie sich nun üben, ein ritualisierter Wettbewerb, ähnlich wie das Turnier. Erfolge in der Dichtkunst werden mit Anerkennung ausgezeichnet. Die ist dem Ritter Belohnung genug. Das ist das Ideal. Ihren Aufstieg in den Ritterstand empfindet die junge Generation am Ende des 12. Jahrhunderts als Befreiung. Das ritterliche Leben weckt und stärkt ihr Selbstbewusstsein in einem ganz wörtlichen Sinne. Sie entdecken ihre Gefühle, haben Träume. Sie entdecken die Welt, die Natur und die Liebe. So schreibt Walter von der Vogelweide aus der Sicht der Geliebten über das irdische Paradies der Liebe. Unter der Linden, an der Heide, da unser Zweier Bette war's, da mögt ihr finden, schone beide, schöne beide. Gebrochen Blumen und der Gras. Vor dem Walde in einem Tal, Tandaradei, schone sank die Nachtigall. Da hat er gemacht so prächtig ein Bett von Blumen, da lacht noch mancher herzlich, kommt er jenen Pfad daher. An den Rosen mag er wohl, Tandaradei, merken, wo das Haupt mir lag. Dass er bei mir lag, wüsst es jemand, das verhüte Gott, so schämt ich mich. Wie er mit mir war, niemals, niemand erfahre das als er und ich. Und ein kleines Vögelchen, Tandaradei, das kann wohl verschwiegen sein. Hermann ist mittlerweile knapper geworden. Er gehört nun zum Gefolge eines Ritters. Ihm ist er zur weiteren Ausbildung übergeben worden. Der Ton ist rau unter den Männern, sodass Hermann sich einiges anhören muss, bevor er gelernt hat, wann er zur Stelle sein muss, welchen Teil der Rüstung er wann bereitzuhalten hat. Er steht da und schläft. Könnt ihr nicht mal erziehen. Wo ist der Gürtel? Er ist zum Arbeiten da. Aber so lernt er Schritt für Schritt Beschaffenheit, Funktion und Handhabung der ritterlichen Waffen. Macht ihr das nicht zum ersten Mal? Handschuhe? Handschuhe? Los! Die Handschuhe! Was macht ihr heute überhaupt richtig? Barsche? Hoch zu Ross, in voller Rüstung, ehrenhaft zu kämpfen. Aventüren, gefahrvolle Reisen, glücklich zu bestehen, ein Ritter zu werden. Davon träumt Hermann. Doch bis dahin ist der Weg noch weit. Zuallererst muss er seinem Ritter zu Diensten sein. Auf den Hoftagen, aber auch als eigene Veranstaltungen, sind Turniere die Höhepunkte ritterlichen Lebens im Jahreslauf. Hier kann sich ein Ritter bewähren. Es gelten wie im Krieg strikte Regeln. Im glanzvollen Rahmen eines Turniers vor hohen und mächtigen und einem großen Publikum muss der Ritter seine Geschicklichkeit, seine Routine beweisen. Denn die Sehschlitze seines Helms verengen seinen Sichtkreis ganz erheblich. Das Lanzenstechen, das sogenannte Tjosten, ist der ritterliche Zweikampf schlechthin. Maß und Beständigkeit, darin zeigt sich echtes Rittertum. Was gibt es Edleres, aber auch Furchteinflößenderes als ein in gestrecktem Galopp anreitender, vollgerüsteter Ritter? Beim Turnier will der Ritter Ehre einlegen für sich und vielleicht als Ergebenheitsbeweis für eine hohe Frau. Der faire Kampf auf dem Turnier kann die Karriere eines Ritters befördern oder beenden. Hermann muss erfahren, dass das Turnier kein bloßes Spektakel,
sondern auch tödlicher Ernst sein kann. Sein Herr wird aus dem Sattel gehoben. Beim Sturz bricht er sich das Genick. Ein großer Tag für Hermann und seine Familie. Mit 21 Jahren soll er in die Schar der Ritter aufgenommen werden. Der Bischof zeichnet damit nicht nur Hermann für seine Dienste als Page und Knappe aus, er würdigt auch die jahrelange treue Ergebenheit seines Vaters Ezzo. Hermann erhält zunächst den Rock. An dem Gürtel hängt bereits die Scheide, die später dann das Schwert aufnehmen wird. Auch Knappen kämpfen bereits mit Schwertern, doch niemals dürfen sie es am Gürtel tragen. Ein Knappe behält das Schwert in Händen oder es hängt am Sattelknauf des Pferdes. Die Sporen werden ihm angelegt zum Zeichen, dass Hermann fortan als ein Herr den Dienst für seinen Herrn versieht. Als wichtigstes Zeichen seines neuen Standes übergibt ihm der Bischof sein neues Schwert. Er ermahnt Hermann, dass er es nur zur Ehre Gottes, für das Recht und den Schutz der Schwachen einsetzen soll. Schließlich wird der Mantel auf seine Schultern gelegt. Kein Ritter wäre ohne ihn vollständig gekleidet. Kniend spricht Hermann den ritterlichen Eid und empfängt den Segen des Fürstbischofs, seines Dienst- und Landesherrn. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui crevat coelo et terra. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Der Bischof erwartet viel von seinem neuen Ritter. Auf seinen Befehl hin muss Hermann vielleicht in den Krieg ziehen, im ritterlichen Dienst sein Leben einsetzen. Hermanns Traum seit den Kindertagen auf der Salzburg hat sich erfüllt. Er ist nun ein Ritter, ein Streiter für das Gute, ein Beschützer der Schwachen, Witwen und Waisen. Vor allem ist er ein treuer Dienstmann seines Herrn, des Fürstbischofs von Würzburg. Die Ministerialen nutzen ihre Chance. Sie werden gebraucht für den Krieg. Sie sind die tragende Kraft beim Ausbau des Landes. Und ihre treuen Dienste bleiben nicht unbelohnt. Sie verkörpern das Ideal des christlichen Ritters, dessen Taten mehr zählen als seine Herkunft. Für Würzburg ist das 12. Jahrhundert vielleicht die glücklichste Epoche seiner Geschichte, denn es wird ein eigenes Fürstentum, das fast 650 Jahre überdauert. Das ist der Kern eines Würzburger Selbstverständnisses, ja Selbstbewusstseins, das auch heute noch nachwirkt.